Moini, siehst du überhaupt schon, was ist noch so dunkel? Guck mal, der Whisky ist auch mit da. Drehtag 2, heute sind wir im Studio und schreiben 200, 250 Namen an eine riesengroße weiße Wand und sagen Dankeschön. Ich sitze dir ein Zeichen zusammen mit einer sehr, sehr guten Freundin geschrieben, Yasmin Shakeri, die ist Songwriterin, die ist selber Musikerin, ist auch Schauspielerin, die Frau ist der Hammer. Ich wollte unbedingt einen Song machen, der... ja, danke sagt an all die Menschen da draußen, die sich sozial engagieren, die sich politisch engagieren, die aktivistische Arbeit leisten, Aufklärungsarbeit leisten. Es gibt natürlich Leute, die wir kennen, die bei Social Media zum Beispiel Aufklärungsarbeit leisten. Und das sind die Leute, die wir sehen. Aber es gibt so wahnsinnig viele Leute, die gemeinnützige Arbeit, ehrenamtliche Arbeit machen, die wir eben nicht sehen, dessen Namen wir nicht kennen. Ja? Und genau diesen Menschen möchte ich eigentlich danken und die möchte ich sichtbar machen. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele Organisationen, Menschen angeschrieben, die ich toll finde, die, wo ich weiß, dass die einfach tolle Arbeit leisten, und habe sie gefragt, ob sie mir ihren Namen zur Verfügung stellen würden, weil ich sie gerne an eine Wand schreiben würde und ihren Namen somit sichtbar machen möchte für die Menschen da draußen, dass alle eben sehen, das sind die Menschen, die diese Arbeit leisten, ohne die wir alle nicht hier wären. Ich will deinen Namen auf alle Wände schreiben, in grellen Neonfarben die Schrift, dass einfach jeder weiß, wer du bist. Alles für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen. Ich will deinen Namen auf alle Wände schreiben, bis jeder Zentimeter voll davon ist und einfach jeder weiß, wer du bist. Am Anfang habe ich gedacht, Das wird nichts, wir haben zu wenig Namen. Dann dachte ich kurz, wir haben zu viele Namen. Jetzt denke ich wieder, wir haben zu wenig Namen. Was ist denn, was macht Karim eigentlich da hinten? Einfach mal ein bisschen abhängen. Was ist dein Lieblingsname, Jennifer? Jennifer Weist. Viktor Schanz. Annette Ross, ne, die besuchen wir nachher noch, schön im Tierheim in Berlin. Und hier haben wir auch ein paar Musiker, Feine Sahne Fischfilet, weil ich finde, dass man natürlich auch sich durch Musik engagieren kann. Siehe Feine Sahne Fischfilet, siehe Jennifer Rostock und ein paar andere Namen haben wir auch noch dabei. So, geschafft. Ich finde es voll impressive und man könnte ja jetzt noch 1000 andere Namen daran schreiben. Ne? Das ist ja keine vollständige Liste. Wir sind jetzt hier fertig und jetzt fahren wir ins Tierheim. Wir sind jetzt in Europas größtem Tierheim. Sie hat gerade gesagt, 1200 Tiere gibt es hier. Europas größtes Tierheim. Überleg mal. Riesengelände. Und jetzt gehen wir gerade mal ins Katzenhaus, danach ins Hundehaus und schauen mal, wo wir drehen hier heute. Hallo. Oh, jetzt mag ich doch Katzen. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt muss ich halt noch eine Katze mitnehmen. Genau. Hallo. Also das sind jetzt die kleinsten Boxen. Das hier ist die nächste Größe. Mhm. Die haben alle einen Zugang irgendwie auch zum Außenbereich. Ach ja, super. Wir haben es ja auch verdient. Oh! Also ich bin ja eigentlich nicht so die Katzenfreundin, aber ich bin Tierfreundin und das merke ich dann immer, wenn ich dann so viele Katzen hier aufeinander sehe. Ich will die trotzdem alle mit nach Hause nehmen, obwohl man sagen muss, das sieht super aus hier. Die haben das so schön gemacht. Die haben alle so viel Platz, die Katzen, und so viel Sachen zum Spielen. Und gerade habe ich auch gesehen, dass da ein Pfleger mit der einen Katze geschmust hat und so. Das war so süß. Also muss schon sagen, es sieht schon sehr, sehr schön aus hier. Die haben es hier schon gut. Trotzdem ist es gut, wenn ihr zu Hause eine Katze wollt, dann kommt ihr hierher und holt von hier eine, okay? Das ist der letzte Dreh für den ganzen Videodreh.
Wir gehen jetzt hier in so ein Hundehaus. Hier gibt es insgesamt in einem Karree, gibt es glaube ich 3, so wie ich gehört habe. Ja, und dann drehen wir unsere letzte Szene. Und jetzt wird es gleich ziemlich laut. Ich sing für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen. Ich will deinen Namen auf alle Fälle schreiben. In grellen Neonfarben die Schrift, dass einfach jeder weiß, wer du bist. Alles für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen. Ich will deinen Namen auf alle Fälle schreiben, bis jeder Zentimeter voll davon ist. Und einfach jeder weiß, wer du bist. Also es war ganz, ganz schön im Tierheim. Man sieht, wie viel Mühe sich hier alle geben, die PflegerInnen, und wie toll das alles eingerichtet ist, wie gut es den Hunden geht, wie gut es den Katzen geht. Das war sehr, sehr schön. Deswegen war es auch nicht traurig, sondern einfach total schön. Ich musste auch die ganze Zeit grinsen, weil das einfach tolle Menschen, tolle Tiere. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, also wenn ihr euch eine Katze, einen Hund holen wollt, kommt doch erstmal ins Tierheim. Schaut euch hier um, ob ihr ein Tier findet, das ihr mit nach Hause nehmen könnt. Weil hier warten wirklich ganz, ganz tolle Tiere auf ein neues Zuhause. Und ja, das war's dann mit unserem zweitägigen Dreh. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier die Behind-the-Scenes-Dokumentation anzuschauen. Und jetzt könnt ihr euch jetzt gleich im Anschluss das Video angucken. Vielleicht als Sehenszeichen. Ich wünsche euch viel Spaß.